Das ist die neue Themen-Area Country and Style auf der Trendset. Hier gibt es Trendiges und Traditionelles rund um Heimatkollektionen, Tracht und Landhaus. Ich würde sagen, wir gehen jetzt mal auf Entdeckungstour. Ich sehe gerade hier wunderschöne Tracht. Was genau ist das für Tracht? Wo kommt die her? Hallo. Hallo, mein Name ist Svenja. Die Tracht kommt aus München, aus dem Herzen von München. Wir bieten Komplettangebot an für Herren, für Damen. Wir haben sogar mit Kindern begonnen. Und ich kann Ihnen gerne einige Teile von uns zeigen. Ich kann Ihnen zum Beispiel eine wunderschöne Festtracht von uns zeigen. Das ist ein sogenanntes Edeldirndl. Das kann man auch als Brautdirndl tragen. Mit einem ganz opulenten Unterrock drunter, dass es nochmal richtig schön aufrüscht. Ganz tollen, schmalen Schnitt verkaufen wir sehr, sehr gerne und gut an Bräute. Die fühlen sich wie kleine Prinzessinnen darin. Die Farbvielfalt gefällt mir. Also es gibt es wirklich in allen Farben. Naja, so wie von uns jeder seine Lieblingsfarbe hat, versuchen wir das auch abzudecken, dass dann jeder wirklich sein Favorite auch findet. Hier sind ganz viele verschiedene Hüte, ist mir gleich aufgefallen, viele verschiedene Farben und Modelle. Wer hat die denn gemacht? Ja, also ich bin Designer für Produktdesign und produziere diese Hüte, ganz unterschiedliche Herstellungsmethoden, handgefertigt oder auch Serien für die ganz feine Kundschaft und auch für das junge Wiesenpublikum. Und wo werden diese Hüte denn vor allem vorangetragen? Die Wiesenkollektion ist natürlich gedacht für die beste Party der Welt, wo wir auf eine friedliche Wiesen hoffen. Und die ganz schicken Hüte trägt man in Kitzbühel, in St. Moritz, überall. Sind lauter Trachtensachen und da hängen offensichtlich auch ein paar Sachen für die Herren. Das schaue ich mir jetzt mal genauer an. Hallo, grüße Sie. Guten Tag. Ja, ich sehe hier, das sind doch Sachen für Männer. Genau richtig. Das ist ein traditionelles Kleidungsstück. Das sind die Herrenjanke und die Herrenwesten, die wir dazu haben. Und wenn ich mir das hier so anschaue, das ist ziemlich, ja, ich sag mal, materialgemischt? Genau, materialgemischt. Wir haben einmal Samt, wir haben den Loden, wir haben eine Halbseide als Innenfutter, Münzknöpfe und damit ist man auf jeden Fall sehr gut gekleidet. Ja, was sehe ich denn hier? Eine Puppe in Trachtenmode. Ja, gibt es denn jetzt Trachten für Puppen? Gibt es mit Sicherheit auch, aber wir machen Trachten für Kinder, okay. Speziell für Babys. Und das ist eben unser kleinstes Modell. Das ist eine Puppe in Lebensgröße, also 3 Monate hat das Kind. Es hat auch das Gewicht von einem 3 Monate alten Kind. Also man hat hier richtig was auf dem Arm.